War so, dass Rio und Mangösi schon längere Zeit vorher kamen, Jahre vorher. Die haben halt zusammen eine Lehre gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt, wie ich nach Berlin kam, war Langrue gar nicht da. Da habe ich erst nur Rio kennengelernt. Und Langrue ist dann später dazugekommen. Und hat aber, war er Schlagzeuger damals. Langrue war Schlagzeuger. Langrue war Schlagzeuger, Rio hat Gitarre gespielt, gesungen. Und ich habe dann Bass gespielt und dann war noch Dietmar Rohrbach vom Hoffmanns Comic war dabei und der hat Rhythmusgitarre gespielt. Mhm. Das war eigentlich die erste Band, in der ich gespielt habe. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht. Das war dann, was waren die ersten Songs von Hoffmanns Comic Theater aus Rita und Paul. Und das waren irgendwie waren das gute Lieder. Und das Einzige, was davon heute noch bekannt ist, ist Mach kaputt.